Gut, wir machen pythagoreische Übungen. Das heißt, wir haben uns eben gerade ausgemalt, wir sind die Krämerstraße hochgegangen. Das ist diese orangene Linie. Die kann man hochgehen. Das ist nämlich eine Straße, diese Linie hier. Da kann man hochgehen. Aber wir möchten mal die echte horizontale Entfernung rausbekommen. Und diese Linie hier, die würden wir rausbekommen, aber die kann man nicht lang gehen. Die liegt also in der Luft. Und dafür brauchen wir jetzt eine Arbeitsskizze und eine Herangehensweise. Also, zu Hause irgendwie eine Arbeitsskizze machen. Ich werde die dann in Blau machen, irgendeine Skizze, irgendwas, rechte Winkel einmalen und so weiter. Und das macht ihr jetzt erstmal. Ich mache jetzt Pause und dann sehen wir uns wieder. Wichtigste Voraussetzung war also, das Arbeitsdreieck hinzubekommen. Das ist das Blaue, das hat eine Schülerin gemacht, hat ihr die entsprechenden Größen rangeschrieben. Und ich verweise nochmal drauf, das Wichtigste ist, dass ich einigermaßen das Arbeitsdreieck einigermaßen, ruhig ein bisschen übertriebener, damit ich mehr Platz habe, um meine Seiten zu bezeichnen, aber einigermaßen dem anderen angepasst darstelle. Wenn ich das jetzt so hinstellen würde, mal übertrieben, dann wäre es noch schwieriger. Dann müsste man überlegen, ja, könnten das hier 2,50 Meter sein oder das oder wie oder und schon gar nicht spiegeln, das wäre dann verrückt. Also, wenn es geht, immer sinnfällig machen. Und wir haben mal ausgerechnet, das ist mit dem Pythagoras leicht möglich. A² ist C² minus B² eingesetzt und der Unterschied ist lächerlich. Das sind nur 45 mm. Ist aber auch klar, bei 2,50 Meter zu 70 Metern, das wäre eigentlich ein ganz spitzes, ganz spitz laufendes Dreieck. Wir haben jetzt folgenden Versuch mal auf eine andere Art wiederholt. Wir haben hier ein schweres Gewicht gehabt, das waren eine Masse von 5 Kilogramm. Und haben Folgendes gemacht, zwei Männer haben hier gezogen, einer hier und wir haben gezogen wie die Teufel. Und dann hat ein anderer Schüler diesen Durchhang hier gemessen, von hier bis hier. Also das heißt von der gedachten waagerechten Linie diesen Durchhang. Und das waren 1 Dezimeter und wir haben die Gesamtseillänge gemessen, die waren 1,60 Meter. Und das heißt also 16 Dezimeter und da wir das ziemlich in die Mitte gehängt haben, kann man sagen, das waren 8 Dezimeter und das 8 Dezimeter. Ich erinnere an Folgendes, wir hatten mal gesagt, man kann auch hier ein Kräfteparallelogramm draus machen und dann die Kräfte grafisch ermitteln. Das hätten wir in der 7. gemacht. Also nochmal ganz kurz angedeutet, hier, zack. Den Durchhang, hier haben wir eine Masse, die hat eine bestimmte Gewichtskraft und dann haben wir gesagt, okay, dann verschieben wir mal, dann sagen wir meinetwegen der Pfeil, das wären jetzt 1, 2, 3, 4 Kästchen lang, dann kann ich diesen Vektor hier nach oben verschieben, 1, 2, 3, 4, 3, 4 Kästchen lang, jetzt habe ich den also hier hingeschoben, diesen Vektor, das ist der Gewichtskraftvektor und jetzt nehme ich ihn hier wieder weg, weil ich ihn ja verschoben habe. Und jetzt verschiebe ich die Wirkungslinien, das heißt links und rechts, verschiebe ich hier parallel durch. Und das auf der anderen Seite auch. Und jetzt habe ich hier das sogenannte Kräfteparallelogramm. Hier, 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 hier. Und wir können jetzt durch Abmessen sagen, dann sind das hier entsprechend, sagen wir 1, 2, 3, 5 Kästchen. Also das wäre FG mal 5 Viertel und hier nochmal 5 Viertel. Das heißt, wir haben hier wie verrückt dran gezogen, jeder mit 5 Viertel mal Gewichtskraft und das auf beiden Seiten. Wir haben aber wahrscheinlich viel doller gezogen, denn uns taten hinterher die Hände weh. Das Seil hat richtig eingeschnitten. Und wir können das Ganze jetzt mal so machen, dass wir sagen, wenn der Durchhang entspricht FG, entspricht, man kann nicht sagen, ein Dezimeter ist eine Gewichtskraft. Und die Gewichtskraft von 5 Kilogramm ist wie viel? Die Gewichtskraft, das sind also FG, wären dann 50 Newton. Also könnten wir Folgendes aufstellen, wir können sagen, ein Dezimeter ist wie 50 Newton oder umgekehrt geschrieben, das ist egal. Und wenn ich jetzt hier 8 Dezimeter habe, dann könnte ich ja sagen, dann wären das die entsprechenden, naja und so weiter und so fort. Und hier könnte man jetzt wahrscheinlich auch rechnerisch rangehen, denn, naja, wie groß sind also die waagerechten Kräfte, die absolut hier in der waagerechten Linie wirken? Das kann man jetzt errechnen. Mit Pythagoras. Mal sehen, ob es geht. Arbeitsskizze bitte. Also um das nochmal zu präzisieren, diese waagerechte Komponente, wir sagen dazu mal F, W, A, A.
dann wissen wir, um diese Gewichtskraft geht. Also nicht um die, die schräg nach oben zieht, sondern diese hier. Gut, jetzt hat eine Schülerin das schnell ausgerechnet und hat gesagt, naja, mache ich die Arbeitsskizze hier von diesem Dreieck und sage einfach, hier ist meine Seite A. Dann mit Pythagoras ausgerechnet 7,937 Dezimeter. Jetzt hatten wir aber gesagt, wir wollen ja die echte Kraft haben. Und jetzt, Achtung, ich gebe Folgendes zu bedenken. Wenn ich hier 7,937 Dezimeter habe, dann kann ich mir auch diese Komponente hier, F waagerecht, die kann ich mir jetzt auch errechnen. Hier, ich habe eine Zuordnung, eine ganz einfache Verhältnisgleichung, sagt man dazu auch. Die entsprechend umzuformen dürfte nicht schwer sein. Ich müsste in diesem Fall stürzen, ne? Weil ja FWAA unterm Bruchstrich steht. Also stürzen, umstellen und dann käme man auf knapp 400 Newton. Vollzieht die Rechnung mal nach, wie viel das wirklich genau ist dann. Gut, jetzt haben es die Schüler ausgerechnet, das sind dann knapp 400. Warum nochmal? Wenn 8 Dezimeter wären dann 400 Newton, das sind aber nicht ganz 8 Dezimeter, sondern 7,937. Und das entsprechend umgestellt, hier diese Formel, dann komme ich auf 396,85 Newton. So genau kann man rechnen. Ein anderes Beispiel, ein sehr beliebtes Beispiel aus Pythagoras ist folgendes. Und zwar, ich fahre mit meinem Boot auf einem See. Ich habe hier ein Boot. Da sitze ich drin. Und rudere. So. Und folgendes, es gibt auch einen Grund des Sees, wobei die Wasseroberfläche jetzt ein bisschen ungünstig gezeichnet ist. Ich müsste es eigentlich ein bisschen gerader machen. Und zwar parallel zum Grund des Sees. Oh, naja, gut. So, und da steht, das ist ein chinesisches Rätsel, da steht eine Lotusblume. In dem Original ist es eine Lotusblume. Und zwar, die steht einen Meter aus dem Wasser heraus. Ich gebe jetzt mal hier, damit es besser auffällt, eine rote Blüte. So, und ich möchte wissen, wie tief der See ist. Und zwar entdecke ich Folgendes. Ein bisschen durch Peilen und mit Nachdenken und so weiter und mit der Länge des Bootes im Zusammenhang mache ich Folgendes. Ich mache die Lotusblume nicht kaputt, sondern ich ziehe die so weit, dass die Blüte die Wasseroberfläche berührt. Das heißt, dass der gesamte Stängel unter Wasser ist. Und ich habe gemessen, das habe ich anhand der Bootslänge rausgekriegt, dass ich von hier bis hier 3 Meter habe. Jetzt ist die große Frage, wie tief ist der See? Arbeitsdreieck und die richtigen Bezeichnungen. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ich gebe mal noch einen Tipp. Die Tiefe des Sees ist von hier bis hier. Die nenne ich T. Und jetzt muss ich mir hierfür, für diese Länge hier, hier muss ich mir was einfallen lassen, was Schönes. Und dann kann ich eine Formel aufstellen, dann kann ich wieder mit Pythagoras rechnen. Macht mal. So, Arbeitsdreieck sieht so aus. Hier liegt es drin. Das ist es hier. So, und jetzt gibt es bloß eine Schwierigkeit zu sagen, was sage ich hierzu? Und da hat eine Schülerin eine Idee zu sagen, naja, dann sage ich zu dieser Linie hier, sage ich Tiefe plus 1 Meter. Und jetzt haben wir es eigentlich. Und jetzt seid mal ganz brutal und sagt, jetzt heißt meine Hypotenuse T plus 1 Meter. Heißt eben so, können wir nicht ändern. Und stellt mal dafür die entsprechende pythagoreische Formel auf. Gut, jetzt hat eine Schülerin hier für diese Seite hat sie gesagt, nee, ich komme lieber besser klar mit A, B und C. Und statt T hat sie gesagt, T plus 1 Meter ist C und hier für die Tiefe hat sie B gewählt und hat das erstmal so rübergeschrieben und dann haben wir das hier mit Mühe hinbekommen. Jetzt müssen wir hier die binomische Formel anwenden und das ausmultiplizieren. Na los, wir sehen uns gleich wieder. Schön, ausmultipliziert haben wir das jetzt hier, das sieht dann so aus. Ah, hier sieht es nicht schön aus. Also, ausmultipliziert, a plus b in Klammern zum Quadrat anwenden. Ne? T Quadrat plus 2tm, kann man ruhig so hintereinander schreiben. Plus 1 Meter zum Quadrat ist 9 Quadratmeter plus T Quadrat. Jetzt ziehen wir mal auf beiden Seiten T Quadrat ab. Was bleibt dann übrig? Richtig, jetzt bleibt da das, wenn ich auf beiden Seiten das T Quadrat eliminiere, wegnehme, bleibt das übrig.
Ich möchte aber T rauskriegen. Hier steht mein T noch. Hier ist es. Hier. Das muss alleine stehen. Was muss ich jetzt tun? Wie geht's weiter? Klapp's rückwärts. Ne? Jetzt geht's los. Minus 1 Quadratmeter. Dann, das ist jetzt zu leicht. Jetzt steht immer noch 2TM da. Ist gleich 8 Quadratmeter. So, wie geht's jetzt weiter? Was muss ich jetzt machen? Einen Schlag, richtig, jawohl. Durch 2 Meter teilen. Ob ich schreibe 2 Meter mal T oder ich schreibe T mal M mal 2 oder 2TM, das ist vollkommen egal. Das ist eine Multiplikation hier, das sieht man vielleicht nicht so deutlich, aber einfach dran erinnern. Durch 2 Meter teilen, dann bleibt hier übrig T und 8 Quadratmeter, ich schreibe es mal ausführlich hin, 8 Quadratmeter durch 2 Meter. Das kann man jetzt schön kürzen. Das Meter rauskürzen, bleibt hier ein Meter stehen und hier bleibt eine 1. Und hier habe ich eine 1 und hier eine 4. Also, hier steht das Ergebnis frei Haus geliefert. T ist 4 Meter. 4 Meter tief ist der See. So, binomische Formeln sollte man können. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Wir diskutieren hier noch ein bisschen darüber und dann ist gut. Oder gibt es noch Fragen dazu? Erstmal nicht. Diskutieren wir dann nochmal aus, notfalls. Okay. Tschüss.